Dieses sorgt gewissermaßen, dass wir hier online gehen müssen. Und wir sind jetzt auch auf Facebook. Wenn es stimmt und die Information richtig ist, herzlich willkommen auch an alle, die uns also über Facebook mitverfolgen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Gerhard Machel und ich leite die Abteilung Europäische Politik am Karl-Rahner-Institut. Orbáns Ermächtigungsgesetz ist der Anlass dieses Online-Gesprächs. Vorgestern hat das ungarische Parlament mit mehr als 2/3 Mehrheit dieses Gesetz verabschiedet, das dem Ministerpräsidenten Ungarns Viktor Orbán die Möglichkeit gibt, per Dekret zu reagieren, zumindest was die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in Ungarn betrifft. Die Opposition war geschlossen dagegen und die Reaktionen international, europaweit waren durchwegs kritisch bis sehr kritisch. Und wie ich schon auch für die Zoom-Teilnehmer gesagt habe, wir haben dafür zwei durchaus prominente Personen, Gesprächspartnerinnen gewinnen können. Beate Martin, die das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Budapest leitet. Und an Sie geht auch die erste Frage. Und zwar, ja, wir alle kritisieren oder sehen dieses Gesetz, das Viktor Orbán weitgehende Vollmachten erteilt, kritisch oder sehr kritisch. Nun, was steht aber wirklich in diesem Gesetz? Ist die Aufregung berechtigt? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch auch für die Initiative. Ich denke, in diesen Zeiten, wo wir alle zu Hause sitzen, ist das sehr wichtig, dass wir über diese Art von digitalen Events trotzdem die Diskussion der wichtigsten Themen heutzutage fortführen können. Wir sind auch gerade dabei, sowas aufzubauen. Ja, was steht in dem Gesetz drin? Die Coronavirus-Krise hat ja alle Länder überrascht, nicht nur in der EU, weltweit. Viele Länder sind dabei, bestimmte Notstandsgesetze zu verabschieden. Das Besondere an dem ungarischen Notstandsgesetz oder es heißt hier Coronavirus-Schutzakt natürlich, ist, dass es weitgehend ohne Konsultation, jedenfalls nicht mit Konsultation der Opposition und zivilgesellschaftlichen sonstigen Gruppen entstanden ist, dass es sehr weitgehende Vollmachten an die Regierung gibt, und zwar für eine unbestimmte Zeit. Es gibt keinen Endpunkt. Und es sieht bestimmte Verschärfungen im Strafrecht vor. Und die drastischste Maßnahme in dieser Hinsicht ist, dass bis zu 5 Jahre Haft, also im Gefängnis, verordnet werden können für vermeintliche Falschmeldungen. Das ist ein außerordentlich kritischer Punkt, der die unabhängigen Medien, die ja ohnehin nur noch in sehr kleinem Umfang hier existieren, noch weiter in ihren Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Und man kann sagen, in dieser Hinsicht, es gibt den Bürgermeister von dem Ort Mohács, der ist schon mit einem Strafverfahren überzogen worden, weil er gesagt hat, sein Ort ist offensichtlich ein Herd des Virus. Man ist hier immer noch bemüht, entsprechendes Zahlenmaterial zu bekommen, wie viele Menschen nun eigentlich infiziert sind, wie viel tatsächlich getestet worden sind. Es gibt eine schöne, gut gestaltete offizielle Website der Regierung. Da kann man aber sehen, dass es eigentlich insgesamt immer noch sehr wenig Zahlen sind. Und erst jetzt wird auch darüber informiert, wo sich die Herde befinden und wo die entsprechenden medizinischen Versorgungen sind. Das Ganze, diese Art von Notstandsgesetz, baut ja auf einer Erosion von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die in Ungarn schon seit 2010, sozusagen seit Regierungsbeginn von Fidesz und von Orbán, vor sich geht. Und das betrifft sehr oft die Medienlandschaft, die Unabhängigkeit der Gerichte. Und leider ist es immer wieder so, dass die Opposition eher Rivalitäten auskämpft, also eher fragmentiert auftritt und nicht immer zusammen. So, wir hatten eine sehr gute Nachricht, als die Kommunalwahlen letztes Jahr im Oktober stattgefunden haben. Da gab es Erfolge. Die Opposition hat sich zusammengeschlossen, gemeinsame Kandidaten aufgestellt und auf diese Weise zum Beispiel jetzt den Bürgermeister für Budapest stellen können. Das war ein schöner Frühling der Hoffnung sozusagen. Das ist jetzt wieder etwas verändert worden, das Bild.
Also insofern ist es besonders, dass dieses ungarische Notstandsgesetz drastisch ist und wenig Spielraum lässt. Das Parlament ist sozusagen irrelevant. Natürlich steht da auch drin, dass das Parlament diese Notstandsgesetze auch wieder aufheben kann. Mit der Zweidrittelmehrheit der Regierungspartei Fidesz im Parlament ist das dann aber immer noch in Händen von Fidesz und von Orbán, das dann auch tatsächlich mal wieder aufzulösen. Und ist es richtig, dass dieses Gesetz die eigentliche Parlamentsarbeit nicht einschränkt, sondern nur quasi die Maßnahmen ermächtigt, ohne Parlamentsvotum, die zur Bekämpfung der Corona, des Also Coronavirus in dienen? dem Gesetz gibt es wohl eine Klausel, wo drin steht, dass jederzeit das Parlament sozusagen nach Hause geschickt werden kann. Also diese Möglichkeiten gibt es. Es ist bisher noch nicht so geschehen. Aber Stichwort Wahlen. Es steht ja auch drinnen, dass keine Referenden genau. und vorgezogenen Wahlen oder Nachwahlen, besser gesagt, für, ja, wenn ein Abgeordneter zurücktritt oder verstirbt, was ja vorkommt, dass keine Genau. Nachwahlen abgehalten werden dürfen. Aber gibt dieses Gesetz Viktor Orban auch die Vollmacht, quasi die Parlamentswahlen, die zwar erst 2022 stattfinden sollen, aber trotzdem hat er dadurch die Möglichkeit, diese Wahlen abzusagen, zu verschieben, was auch immer. Ja, natürlich. Also er hatte im Prinzip ja auch schon vorher mit der Regierung, den Zweidrittelmehrheit im Parlament die Möglichkeit, alles abzustimmen. Und das ist ja auch oft genug passiert. Im Rekordtempo von 48 Stunden sind Gesetze erlassen worden. Es wäre auch so möglich gewesen, aber jetzt mit dieser Art von Notstandsgesetz gibt es sehr einfach die Möglichkeit, die Wahlen auszusetzen oder zu irgendeinem Zeitpunkt auszurufen. Aber es würde dann möglicherweise nicht der regulär angesetzte Termin sein im Frühjahr 2022. Bis dahin, bis dann der Termin tatsächlich festgesetzt wird für die nächsten Parlamentswahlen, hat Orbán natürlich die Möglichkeit und die jetzige Regierung, sich als sehr erfolgreiche Krisenmanager und Virusbekämpfer darzustellen. Und parallel dazu läuft ja immer eine Regierungspropaganda, kann man sagen, weil die Medien, die relevanten Medien in Presse und Fernsehen in den Händen der Regierung sind inzwischen oder Freunden der Regierung. Es läuft parallel eine Propaganda. So, Orbán hat ja immer gewisse Feinde, die er sich aussucht, ob das jetzt Soros ist oder die Migranten, die EU als solche oder überhaupt der internationale liberale Mainstream. So baut er Narrative auf, wo er sagt, die Opposition zum Beispiel, die Opposition unterstützt uns ja nicht in der Bekämpfung des Virus und alles, was die Opposition tut, ist, sich in Brüssel zu beschweren. Also diese Art von Erzählung über längere Zeit hinweg wird ihre Auswirkungen haben auf die Bevölkerung. Die Frage ist auch, ob es eine sachgerechte Begründung für dieses Gesetz gibt. Also Orbán und seine Parteigängerinnen sagen ja, um die Coronavirus-Krise, um diesen Virus wirksam bekämpfen zu können, braucht es diese Maßnahmen. Und in diesem Zusammenhang auch hat der ungarische Botschafter in Österreich, Andor Nagy, auch in einem Brief an ORF-Generaldirektor Vrabec, darauf hingewiesen, ja, es braucht dieses Gesetz, um hier wirksam vorgehen zu können. Naja, auch die im Grundgesetz verankerten Möglichkeiten wären schon eigentlich ausreichend gewesen, um viele dieser krisenbedingten Gesetze zu erlassen. Aber es ist natürlich noch einfacher, jetzt durchzuregieren und zum Beispiel das Militär in die 140 wichtigsten Unternehmen zu schicken oder zum Teil werden auch die Krankenhäuser auch unter militärische Leitung gestellt. Das wird dadurch natürlich alles sehr viel einfacher. Es muss niemand mehr konsultiert werden, schon gar nicht das Parlament. Das hat meine nächste Frage schon ein bisschen beantwortet. Orbán hatte ja schon bisher nahezu uneingeschränkte Macht. Also seit einigen Jahren regiert er
uneingeschränkt mit Zweidrittelmehrheit stets seiner Fidesz im Parlament. Gut, er hat einen Rückschlag bei den Lokalwahlen im Herbst, das ist bereits angesprochen, aber war diese Maßnahme nötig, wenn man schon fast absolute Macht hat? Also ich bin keine Juristin, aber alles, was mir vorliegt an Informationen und was mir die Gesprächspartner hier gesagt haben, ist, vielleicht war es nicht zu in jedem Detail notwendig, aber es ermöglicht natürlich den Handlungsspielraum der Regierung und zwar in einem sofortigen Durchregieren per Dekret. Also zum Beispiel auch in Deutschland gibt es ja jetzt ein Infektionsschutzgesetz, was noch erweitert worden ist, weil ja drastische Maßnahmen wie die Beschränkung der Bewegungsfreiheit und Ähnliches eingeführt werden. Also es war eine zusätzliche gesetzliche Regelung sinnvoll. Sie hätte aber auf gar keinen Fall in diesem Ausmaß stattfinden müssen. Die Opposition war ja auch weitestgehend bereit, das mitzutragen, aber nur bis zu einem gewissen Grad und vor allen Dingen mit einer klaren Befristung. Also es gab ja vor der Verabschiedung dieses Notstandsgesetzes am Montag im Parlament mit der Zweidrittelmehrheit, gab es ja eine Woche vorher schon die Debatte. Da war der Versuch im Schnellverfahren, diese Art von Notstandsgesetz durchzusetzen, gescheitert, weil die Opposition sich noch dagegen gestellt hat, vor allen Dingen gegen den Punkt, dass es unbefristet ist und auch gegen den Punkt der Verschärfung der Strafandrohung, also vor allen Dingen der Punkt Falschmeldungen. 5 Jahre Haft, wozu? Wofür diese Gesetzesbestimmung mit so langen Haftstrafen für Personen, die also Falschnachrichten verbreiten oder aus Sicht der Regierung bzw. der Gerichte Falschnachrichten verbreiten, zielt da auf eine weitergehende Einschränkung der Meinungsfreiheit deiner Ansicht nach ab? Wie gesagt, es gibt ja ohnehin nur sehr wenige unabhängige Medien, die überhaupt noch operieren. Also die meisten davon sind auch Online-Medien und haben im Verhältnis zu den der Regierung nahestehenden unter der neuen Medienbehörde KESMA zusammengefassten Medien, Fernsehen, Rundfunk nur einen geringen Anteil. Also und dieses ermöglicht jetzt eben noch schneller, sehr viel gezielter gegen vermeintliche Falschinformationen vorzugehen. Ja, wir wissen von anderen Diskussionen, es gibt auch viel Fake News, gerade in den sozialen Medien. Da wird ja auch in der Krise jetzt alles Mögliche behauptet. Das ist sinnvoll, wenn man dagegen vorgehen kann. Aber wer definiert, was eine Falschmeldung ist? Und wenn jetzt zum Beispiel der Bürgermeister von Mohacs als einer der ersten mit so einem Strafverfahren überzogen wird, stellt sich die Frage, ist das die erste Priorität? Oder soweit ich hörte, wurde auch schon ein Hinweis gegeben, dass der ORF ja sehr, sehr deutlich und zwar nicht im Sinne der Regierung Bericht erstattet hatte. Ja, das wurde eben auch kritisiert vom ungarischen Botschafter in Österreich in seinem Brief an Generaldirektor Rabetz, dass hier nicht objektiv Bericht erstattet wird. Die Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen zu Hause, im Büro, wo auch immer, haben die Möglichkeit, uns auch Fragen zu stellen. Es wird dann auch die Möglichkeit hier auf Zoom die Möglichkeit geben, also zugeschaltet zu werden und Fragen zu stellen. Und auch auf Facebook gibt es in den Kommentaren quasi die Möglichkeit, Fragen an Beate Martin und Andreas Schiede zu stellen. Und da hat uns bereits eine erreicht auf Facebook. Klaus Prömpers fragt, ob die Änderungen im Strafrecht auch unbefristet sind. Da das ganze Gesetzespaket für diesen Notstand unbefristet ist, sind auch die darin enthaltenen Strafrechtsveränderungen unbefristet, soweit ich das weiß. Ja. An dieser Stelle möchte ich zu dir, Andreas, kommen. Wie schon zuvor gesagt, aber nur für die Zoom-Zuseherinnen. Du bist seit jetzt einem Jahr Mitglied des Europäischen Parlaments
auch Vorsitzenden der SPÖ-Delegation quasi im Europäischen Parlament und bist Mitglied unter anderem im Ausschuss also für auswärtige Angelegenheiten. Du hast gemeinsam mit anderen österreichischen Abgeordneten sehr kritisch reagiert auf dieses neue Gesetz, also unter anderem mit Neos, Grünen, anderen SPÖ-Abgeordneten und auch mit Ottmar Karas. Warum diese Empörung? Ja, schönen Nachmittag auch mal von meiner Seite an alle Zuschauer auf Zoom und auf Facebook, die sich hier einschalten, weil ja viele Leute das Vorgehen in Ungarn schwer berührt, weil es ja auch ein Nachbarland ist, mit dem wir stark verbunden sind. Der Brief, den du angesprochen hast, war eine Initiative, die zeigen sollte, dass nationale Abgeordnete aus dem Nationalrat als auch Abgeordnete aus dem Europaparlament diese Vorgänge in Ungarn nicht nur sehr kritisch sehen, sondern eine wirkliche Gefahr für die europäische Demokratie und jedenfalls eine schwere Beschädigung, wenn nicht da ein Aushebeln der ungarischen parlamentarischen Demokratie darstellt. Diese Initiative, nur dass wir das kurz erklären, ist getragen von Abgeordneten der Neos, der Grünen und der Sozialdemokratie und auch vom Europaabgeordneten Ottmar Karas. Da hat sich leider von der ÖVP kein nationaler Abgeordneter gefunden, der den Brief unterschreibt. Und da kommen wir dann später auch zum Problem hin. Was ich auch noch sagen wollte, ist der ORF, weil das der ungarische Botschafter, der übrigens früher mal Fidesz-Abgeordneter war und übrigens ein nicht nur Studienkollege von Viktor Orban, sondern ja auch sein Zimmergenosse war in Studienzeiten, sollte man nicht vergessen, wenn man ihm zuhört, dass der ORF immer in der Geschichte Ungarns und der Menschen Ungarns eine zentrale Rolle gespielt hat. Es war auch 56 und in den Jahren danach natürlich der ORF eine der Informationsquellen für die Menschen in Ungarn, wo sie objektive Informationen bekommen hat. Und offensichtlich ist es wieder so weit, dass sie das Gefühl haben, dass sie in Budapest oder wo immer sie sind in Ungarn diese Informationen nicht mehr zur Verfügung gestellt bekommen. Das, was hier vorgeht, ist ein langer Prozess. Es gab ja schon Angriffe auf die unabhängigen Medien. Es gab das Auflösen einiger unabhängigen Medien. Es gab das Vertreiben zum Beispiel der Central European University, indem man ihnen die Finanzströme gekappt hat, weil sie ein kritischer Ort in Budapest war aus Ungarn. Übrigens, gestern hat der Vorstand der Universität entschieden, dass sie Wien, die Steinhofgründe oder die Baumgartner Höhe, das ehemalige Otto-Wagner-Spital, als ihren zukünftigen Sitz auch sehen wollen und dort sein werden. Und jetzt mit diesem Gesetz ist etwas passiert, was ganz arg ist. Nämlich, wie schon erwähnt, es heißt, dass in der für angeblich die Krisenbekämpfung nur mehr per Dekret regiert werden kann und entschieden werden kann. Das heißt, eine Ausschaltung des Parlaments. Natürlich kann das Parlament mit derselben Mehrheit dieses Gesetz auch wieder kippen. Aber man muss schon sagen, in vielen anderen Ländern in Europa, wo auch Ausnahmegesetze beschlossen wurden, auch in Österreich, gibt es weitreichende Verordnungsermächtigungen für den Gesundheitsminister und die Bundesregierung. Da sind aber diese Gesetze befristet. Das heißt, das Gesetz, das dem Minister die Möglichkeit gibt, Verordnungen in der Krise zu erlassen, läuft automatisch zum Beispiel mit Jahresende aus. Da muss das Parlament nichts mehr beschließen, sondern da läuft es aus. Das, was wir hier erleben, ist eine starke Gefährdung und Bruch des Artikel 2 des EU-Vertrags. Das heißt, die europäischen Grundrechte und Demokratie sind zu achten. Und daher müssen wir hier, glaube ich, ganz besonders scharf vorgehen, um das alles zu verhindern. Um nur nochmal zu verstärken, wenn jemand sagt, eine kritische Anmerkung hat zu den Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, können wir ihm bis zu 5 Jahre Haft drohen. 5 Jahre Haft, da geht es, und die Frage ist immer, hat man nicht jetzt auch schon quasi in der alten Rechtsordnung auch die Möglichkeit gehabt, natürlich hätte man auch in der alten Rechtsordnung die Möglichkeit gehabt, Menschen, die wirklich quasi vorsätzlich Fake News verbreiten, auch zu verurteilen, die Panik verursachen zu verurteilen und natürlich die Bekämpfungsmaßnahmen auch zu setzen. So, und jetzt sind wir eben bei dem Punkt, dass wir das dort miterleben. Ich darf ich noch als letzten Gedanken hier anbringen. Leider ist, und das ist die große Gefahr für die Europäische Union, ist Ungarn nicht nur ein Einzelfall, sondern auch mitunter Vorbild für andere. In Polen hat man gerade jetzt in der Corona-Zeit versucht, die Sozialpartnerschaft auszuschalten.
In Kroatien hat die Regierung auch ein paar bedenkliche Gesetze, nicht so viele wie in Ungarn, aber auch erlassen. Und in Slowenien, die Regierung Janša versucht jetzt einen ähnlichen Weg zu gehen wie Viktor Orban. Und daher muss Europa hier Stopptaste drücken und sagen, das geht nicht. Das geht einfach nicht, weil das sind die Freiheitsrechte und die Menschenrechte in Europa und die lassen wir uns nicht nehmen, egal ob in Budapest oder in Wien. Du hast die besorgniserregenden Entwicklungen auch in anderen Ländern angesprochen, Polen und Slowenien beispielsweise. Aber die EU, zumindest die Europäische Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze, hat gestern relativ zahm reagiert. Sie hat zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen aufgerufen, zur Einhaltung der Grundrechte, der grundlegenden Werte, auf die die Europäische Union ruht. Dazu hat sie aufgerufen, das einzuhalten. Aber ohne dabei Ungarn beim Namen zu nennen, was würdest du dir erwarten? Wie soll die EU, wie soll die, in dem Fall die Europäische Kommission reagieren? Wie kann sie auch reagieren angesichts der Rechtslage? Erstens einmal bin ich wirklich enttäuscht von der Kommissionspräsidentin in diesem Zusammenhang, weil da gilt es auch darum, auch wenn man rechtlich vielleicht weniger Handhabe hat, als man glaubt, dass man ganz klare und eindeutige Worte spricht. Dass man auch die Zeit dazu hat, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Das sage ich deshalb, weil ja auch der österreichische Bundeskanzler im ORF gefragt worden ist, was er zu Ungarn sagt. Und er sagte, er hatte noch nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen, hat aber dann gleichzeitig oder kurz darauf einen Tweet absetzen können, wo er sich mit der auch schwierigen demokratischen Lage in Venezuela auseinandersetzen konnte. Dafür hatte er Zeit, aber für Ungarn anscheinend nicht. Da sieht man auch schon das große Problem. Die Ungarn hat ein sogenanntes Artikel 7-Verfahren am Hals. Das ist ein Verfahren, wo die europäischen Gremien überprüfen, ob die Maßnahmen in einem Land den Artikel 2, also die Menschenrechte, wenn man so will, aushebeln. Das läuft schon länger und es kann auch enden, dass dem Land gewisse Rechte bis hin zum Stimmrechtsentzug in der Europäischen Union drohen. Leider ist es möglich, dieses Verfahren in die Länge zu ziehen. Vor allem dann, wenn mehrere Länder ebenfalls ein Verfahren haben und dann irgendwie eine Interessensgemeinschaft gründen und quasi sich, weil das betroffene, beschuldigte Land quasi dafür nicht mehr mitstimmen, aber sich gegenseitig, wenn man so will, die Räuberleiter machen. Trotzdem, nichtsdestotrotz, das Artikel 7-Verfahren ist der erste Schritt. Der nächste Schritt wird kommen. Die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament wird jetzt beantragen, dass sich der Liebe-Ausschuss im Europaparlament, das ist der Ausschuss, der sich mit den Liberalen, also deswegen heißt es Liebe, Liberalen und Freiheitsrechten auseinandersetzt, also der Grundrechteausschuss und Rechtsausschuss, mit dieser Frage nicht nur auseinandersetzt, sondern wir wollen dort eine Resolution auch verabschieden, die das verurteilt und weitere Schritte auch ermöglicht. Und das, glaube ich, sind die ganz wichtigen Punkte. Und der letzte Punkt, der schon auch länger diskutiert wird und meiner Meinung nach unabdinglich ist, ist, wenn wir den neuen EU-Finanzrahmen haben, dass wir dort für den Bezug von EU-Förderungen auch vereinbaren, dass die Länder gewisse Rechtsstandards und die Achtung der europäischen Grundrechte einhalten müssen. Sprich, wer sie so sehr bricht, wie zum Beispiel die ungarische Regierung, dass das auch damit rechnen muss, dass das Land dann schwerwiegende finanzielle Sanktionen auch bekommt. Und wenn das alles nicht nutzt, dann muss man die Diskussion beginnen, wie man mit so einem Land weiter umgeht und ob es nicht dann besser ist, dass sich Länder, die sich so sehr entfernen, auch aus der Europäischen Union verabschieden. Das wäre nur schade für die Ungarinnen und Ungarn, weil die nur zu einem Großteil was für ihre Regierung können, nämlich jene, die sie gewählt haben. Viele andere leiden ja darunter. Du hast das angesprochen, EU-Gelder. Eine Frage in diese Richtung kommt auch von Doris Hahn-Fucke auf Facebook. Sie schreibt, warum sperrt man nicht EU-Gelder für Ungarn? Es gibt ja auch die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen, die zuletzt, also vor ungefähr einem Monat, gescheitert sind. Jetzt im Rahmen der Corona-Krise spricht man jetzt kaum mehr darüber. Aber ist das quasi ein Instrument, wo man Druck ausüben könnte auf Ungarn? Frage an mich? Ja.
Entschuldigung, ich habe nämlich währenddessen noch unten im Chatfenster eine Frage beantwortet. Ich glaube, das ist jedenfalls der Moment, wo man ganz starken Druck auch ausüben kann und muss. Und dass Ungarn nicht hoffnungslos verloren ist, hatte die Beate vorhin schon erwähnt, dass in Budapest ein Oppositionskandidat auch Bürgermeister geworden ist. Und das schmerzt Viktor Orban ganz stark, weil natürlich die Hauptstadt ist die Hauptstadt. Und von dort, glaube ich, geht jetzt auch eine Sammlung des oppositionellen Bündnisses hervor. Die Opposition in Budapest war in Ungarn war natürlich lange Zeit gespalten, was auch ganz natürlich ist, weil es sind verschiedene Parteien mit verschiedenen ideologischen Profilen und auch verschiedenen Persönlichkeiten. Das macht es dann auch nicht leichter, wenn ehemalige Premierminister quasi auch zumindest im Hintergrund mitmischen. Aber man hat sich da gesammelt und gesagt, jetzt geht es um die Rettung der ungarischen Demokratie und sich da zusammengeschlossen. Und ich bin eigentlich relativ hoffnungsvoll, dass sich diese Kräfte jetzt auch stärker sammeln werden. Und deswegen, glaube ich, kam jetzt auch diese brutale Ausschaltung des Parlaments mit diesen starken Strafandrohungen. Weil man darf jetzt nicht vergessen, die Versammlungsfreiheit, ein wesentlicher Punkt, um politische Dinge zu artikulieren, ist eingeschränkt, ist verboten. Und das, wenn man die ungarische Geschichte kennt, dann ist es genau diese Versammlungsfreiheit. Die vielen Demonstrationen rund um das Petőfi-Denkmal damals beim Fall des Eisernen Vorhangs und davor waren ein zentrales Moment auch, um in Ungarn die Situation zu ändern. Und natürlich weiß Viktor Orban, dass das den Ungarn im Blut liegt. Und dass sie auch wieder auf die Straße gehen wollen. Und deswegen hat er es jetzt mal zumindest für die Zeit, wo er behaupten kann, Corona ist da, verboten. Das bringt mich zu einer, danke Andreas, vorerst. Das bringt mich zu einer Frage auch von einer Zuseherin, Zuseher auf Facebook. Und zwar, hier auf Zoom. Was sagen die Ungarn dazu, Beate? Was sagen die Ungarn dazu? Gibt es hier Einschätzungen? Ich nehme an, es gibt noch keine Umfragen, aber wie ist deine Einschätzung? Kommt dieser Schritt an bei der Bevölkerung? Naja, es ist immer sehr schwierig, von den Ungarn im Allgemeinen zu sprechen, weil es gibt die, wie eben ja auch schon erwähnt wurde, die diese Regierung mal gewählt haben. Es gibt aber auch, das ist ja mehr oder weniger die andere Hälfte der Wählerschaft, die die anderen Parteien gewählt hat. Es gibt also Zustimmung von der Bevölkerung, dass Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus ergriffen worden sind und die werden auch sehr gut eingehalten. Aber so ist das natürlich noch nicht abgefragt worden, ob diese Art von Notstandsgesetz jetzt befürwortet wird oder nicht. Also man muss immer wieder daran denken, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung anders denkt. Also insbesondere die in den Städten, also es ist bei den Kommunalwahlen wurde ja nicht nur Budapest gewonnen, es gab auch Regierungswechsel in anderen, jetzt sogenannten freien Städten, die auch eine Allianz geformt haben und versuchen, gemeinsam aufzutreten. Da waren schon ziemlich viele Initiativen zustande gekommen, um sich auf die Parlamentswahlen 2022 vorzubereiten. Und das war natürlich aus Sicht der Regierung keine erfreuliche Entwicklung. Also es ist ganz wichtig, jede Art von Solidarität, die jetzt vom Nachbarland Österreich kommt oder aber von europäischen Abgeordneten, das zu kritisieren, was da jetzt passiert ist. Und jedes Instrument zu nutzen, was möglich ist. Also was hier die Opposition anstrengt als erstes, ist eine Klage vor dem Verfassungsgericht. Da wird man dann sehen, wie unabhängig das Verfassungsgericht entscheiden kann und ob da gegebenenfalls die ein oder andere Passage aus dem Notstandsgesetzespaket wieder herausgenommen werden kann. Ich habe auch im Chat gesehen, nochmal eine Nachfrage zu den Strafrechtsänderungen, ob die wegfallen, wenn der Notstand, die Gefahrenlage weg ist, lässt sich von jetzt ab nicht abschätzen. Es, mit den Informationen, die jetzt vorliegen, ist nicht eindeutig abschätzbar, dass das dann auch wegfallen würde. Also Klage vor dem Verfassungsgericht. Ja, es gibt keine Versammlungsfreiheit, das ist aber mehr virusbedingt. Jetzt, es gab aber schon eine Online-Protesterklärung und auch eine Online-Demonstration, ist natürlich schwerer erkennbar, aber ich denke mal, die virale Verbreitung von kritischen Gedanken, nicht nur des Virus, sondern auch von Gedanken, von freien Gedanken, sollte nicht unterschätzt werden. Also da denke ich,
würde vielleicht Potenzial noch aufgebaut werden. Und hier in der ungarischen Bevölkerung herrscht immer noch sehr große Sympathie für den europäischen Gedanken. Die Mitgliedschaft Ungarns in der Europäischen Union wird als sehr wichtig und wertvoll betrachtet, immer noch. Also das ist die Mehrheit, die sich für die EU ausspricht, auch wenn gerne gewettert wird über die Bürokratie und so weiter. Insofern sind die Hoffnungen jetzt da sehr groß, dass die EU mehr tun könnte. Gut, eine Frage noch auf Facebook kam von Christoph Fellner, und zwar, wie stark ist historisch oder vielleicht derzeit die Clubdisziplin der Fidesz im ungarischen Parlament? Gibt es Rebellen in der Partei? Kann man auf Rebellen setzen oder hoffen? Also ich würde mich wundern, wenn alle Mitglieder der Fidesz in den verschiedenen Positionen ausschließlich das befürworten, was an der Spitze entschieden wird. Aber öffentlich ist das nicht wirklich zu spüren. Da müsste man schon sehr viel genauer drinstecken. Also es gibt natürlich immer noch ein bisschen unabhängig denkende Menschen auch in der Fidesz, auch im konservativen Spektrum. Das schon, aber es ist nicht so, dass es im konservativen Spektrum eine ernsthafte Konkurrenz zu Fidesz gäbe. Natürlich gibt es Jobbik, die sich ja auch ein bisschen wandelt oder zu wandeln versucht. Das ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung die wirklich gehen würden, aber sie haben Jobbik ist wichtig insofern, als sie auch in ländlichen Gebieten einen Fuß in der Tür haben, sozusagen dort Anknüpfungspunkte haben, weil die meisten anderen Oppositionsparteien sind doch sehr stark in den Städten verankert. Aber inwieweit Jobbik nun wirklich nicht mehr nationalistisch und weniger rechtskonservativ ist, ein Teil der Partei hat sich ja abgespalten. Mi Hazang, meine Heimat, dort werden jetzt die stärker rechtsnationalen Kräfte versammelt. Aber Jobbik stellt keine ernsthafte Bedrohung für Fidesz-Einfluss dar. Gut, danke. Bei dieser Gelegenheit an die Zuseherinnen, Zuhörerinnen via Zoom, Sie haben auch die Möglichkeit, quasi die Hand zu heben im Rahmen des Chats. Dann könnte ich Ihnen das Wort erteilen oder Sie benutzen die Chat-Funktion. Eine Frage über Facebook, die ich an dich, Andreas, gerne weiterleiten würde, kommt von Sandra Kutschowan. Sie dankt für die wichtige Diskussion. Sie kommt aus dem Kulturbereich. Sie schreibt, bitte mit dem Druckaufbau achten, damit nicht die Bevölkerung leidet, und eigentlich ist der Ministerpräsident gemeint. Gibt es Lösungsvorschläge, wie in Zukunft mit etwaigen ähnlichen Machtgelüsten, du hast es bereits angesprochen, Andreas, in anderen Ländern umgegangen werden kann und soll und wird? Ja, erstens zu dieser immer politisch ganz schwierigen Frage, mit welchen Maßnahmen trifft man zielgerichtet die Regierung, den Regierungschefs oder noch besser die Maßnahmen, die eigentlich das sind. Der Regierung, in dem Fall halt die autokratischen Gesetze, und mit welcher trifft man die Bevölkerung und wen in der Bevölkerung trifft man. Es ist natürlich in Ungarn ganz wichtig, genug Freiraum für das intellektuelle Potenzial, also für Schriftsteller, für Künstlerinnen und Künstler, für Medienleute auch zu schaffen, neben dem der politischen Opposition. Und das ist auch, glaube ich, gleichzeitig die Antwort zu der Frage, warum sich eigentlich in der Fidesz-Partei, die in ihrer Geschichte schon ja auch mal das heißt ja Junge Demokraten, die ja auch mal so eine Bürgerrechtspartei waren, warum sich da kein Widerstand regt, kein merkbarer. Und das ist natürlich, dass es seit Jahren gelungen ist, in Ungarn ein Klima zu schaffen, das es unmöglich macht, sich zu Wort zu melden. Denn jeder, der sich zu Wort meldet und was Kritisches sagt, wird medial, wenn man so will, komplett fertig gemacht. Die Medien sind de facto gleichgeschalten. Alle Oppositionen oder kritischen Zeitungen, wie wir sie überall anders kennen, gibt es nicht mehr. Neb Sabatschak war der große Coup noch, die dann verkauft worden ist über einen österreichischen Investor, dann an einen Orban-Freund, der dann alle Journalisten rausgeworfen hat, die dann nochmal nach Wien gekommen sind.
und in Wien dann eine Pressekonferenz, einen Hilferuf nach Europa gestartet haben. Aber alle Versuche, auch Geld aufzutreiben, dass sie diese Zeitung kaufen, sind gescheitert, weil einfach natürlich die Orban-Freunde diese Zeitung nicht mehr hergegeben haben. Und jeder, ich habe selbst im EU-Wahlkampf haben wir mal eine gemeinsame Pressekonferenz gemacht mit dem Spitzenkandidaten der MSP, also der unserer sozialdemokratischen Schwesterpartei, dem István Újhely. Und da kam das ungarische Fernsehen und hat einfach nicht auf seine Antworten reagiert und auf das, was er gesagt hat, sondern ihm einfach beschuldigt, dass er irgendwie daheim irgendwas Böses gesagt hätte und er solle sich jetzt da rechtfertigen. Also die sind vollkommen gleichgeschalten und daher ist es natürlich auch eine Situation, die trifft auch Intellektuelle und viele andere mögliche kritische. Noch der allerletzte Punkt. Ich habe auch im Europaparlament mir gedacht, jetzt rede ich nicht nur mit unseren, die bei uns in der Fraktion sind und in den anderen Fraktionen, sondern auch die von der Fidesz, die ja in der Europäischen Volkspartei organisiert sind. Und da sind auch recht, ein recht netter, mit dem ich relativ viele Dinge auch zu tun habe, weil er serbisch-ungarisch quasi ist und daher für Balkan auch sich engagiert. Und da hat man das Gefühl, der ist schon europäischer Politiker, aber wenn man dann sagt, du, was sagst du jetzt zu den Vorkommnissen, was tust du da, dann merkt man, die fürchten sich entweder oder sie sind halt auch einfach, die wissen halt, ihr politisches Leben und höchstwahrscheinlich das restliche wirtschaftliche Leben, Berufsleben hängt einfach von Viktor Orban an und daher sind sie dann am Schluss halt einfach Opportunisten. Genauso wie man sich ja auch fragt, wie kann es eigentlich sein, dass so eine Partei noch immer in der Europäischen Volkspartei unangefochten ist? Es ist in Europa so, ja, in allen Parteienfamilien gibt es auch einzelne Politiker aus einzelnen Ländern, die nicht die Top-Europäer sind und da gibt es in jeder Fraktion auch starke Streitpunkte und Diskussionen. Aber überall ist es noch gelungen, diese Kräfte zu marginalisieren, in der EVP nicht bis jetzt. Und das macht mich auch ein bisschen stutzig und das erklärt vielleicht auch die Frau von der Leyen. Aber so, jetzt ist die letzte Frage, was kann man tun? Neben dem, quasi, was wir zuerst schon gesprochen haben. Ich glaube, gerade der Zivilbevölkerung in Ungarn auch eine Plattform zu bieten, als ORF zum Beispiel, als österreichische Zeitungen, aber auch das Internet zur Verfügung zu stellen. Man darf nicht vergessen, die Beate wird es besser noch in Erinnerung haben, vor ein paar Jahren war ja diese große Demonstration für die Freiheit des Internets. Da ist plötzlich was passiert, was Viktor Orban gar nicht recht war. Und glaube ich, an diesen Traditionen und an diesen Mechanismen müssen wir jetzt noch stärker ansetzen und anknüpfen. Gut, danke. Ich möchte kurz noch zurückkommen auf die EVP, also auf die Europäische Volkspartei. Wie ist das Meinungsklima im Europäischen Parlament? Also ich denke, deine Fraktion, die S&D-Group, wird versuchen, hier eine sehr kritische Resolution oder weitere Schritte in die Wege zu leiten. Andere konservative Politikerinnen, Politiker haben sich auch schon kritisch geäußert. Sebastian Kurz nicht, hast du schon gesagt. Aber eben andere. Glaubst du, gibt es eine stärkere Koalition gegen Ungarn? Ist das möglich? Ich glaube, ein Punkt ist, um jetzt nicht nur auf die anderen immer so hinzuhauen. Ja, leider ist Sebastian Kurz einer, der dem Viktor Orban immer die Mauer macht innerhalb der Europäischen Volkspartei. Und deswegen war es auch kein Zufall, dass Wolfgang Schüssel einer der drei Weisen war innerhalb der Europäischen Volkspartei, weil natürlich die Beziehungen auch schon seit dem 2000er Jahr bestehen. In der CDU sieht man die Fidesz sehr, sehr kritisch. Manfred Weber äußert sich ja auch sehr oft kritisch. Ottmar Karas hat jetzt immerhin diese gemeinsame Initiative mitinitiiert und unterstützt, weil er das sagen wollte. Also hier bricht was auf. Was ist die Angst der EVP? Um es ganz ehrlich zu sagen, die sind zwei Ängste. Das eine ist natürlich, das sind wichtige Stimmen. Die machen die Fraktion größer und bedeutsamer. Und die zweite große Angst ist, und das ist natürlich ein Regierungschef innerhalb der 27 EU-Regierungschefs im Rat, der natürlich auch wichtig ist. Die andere Angst ist, dass die Fidesz dann zu der rechten Fraktion im Europaparlament abgleitet. Es gibt ja schon seit längerem quasi so ein bisschen ein Liebesdienen. Wenn wir uns erinnern, im
einen der vergangenen österreichischen Wahlkämpfe gab es ja mal in der TV-Konfrontation einen Streit zwischen Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz, wer jetzt eigentlich die Telefonnummer vom Orban hätte und wer der bessere Haberer vom Orban ist. Und das ist natürlich auch ein Hintergrund. Am Schluss glaube ich, dass mit diesen Maßnahmen eine europäische Volkspartei, genauso wie die europäischen Liberalen und genauso wie die europäischen Grünen und Sozialdemokraten und Linken, finden, dass das zu weit gegangen ist. Und daher rechne ich damit, dass jetzt auch im Europäischen Parlament eine breite Mehrheit für wirklich eine scharfe Sprache und scharfe Maßnahmen auch möglich wird, weil ich glaube, dass die echten Europäer in der Europäischen Volkspartei, die nicht nur taktisch denken, jetzt auch gemerkt haben, hier ist eine Grenze überschritten. Auf Zoom gibt es von Günther zwei Nachfragen dazu. Du hast es teilweise schon beantwortet, aber ich lese es trotzdem vor. Was hat die EVP zu befürchten, wenn vieles etwas schärfer angefasst wird? Und die andere Frage, welches Interesse hat Kurz, wenn er Orban verteidigt, bzw. nicht angreift? Ja, da müsste man jetzt so in die tiefen Psychologie eines österreichischen Regierungschefs hineingleiten. Ich meine, ich weiß es, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil es gibt gerade in der Ostpolitik, auch in der ÖVP, eigentlich eine Tradition, die auf gute Parteikontakte anknüpft. Ich denke da nur an Erhard Buseck und viele andere. Und es sind ja auch viele Bürgerliche, die Entwicklungen mit großer, großer Besorgnis sehen. Ich sage jetzt nur, Paul Lendwey ist jemand, der da schon seit Jahren warnt. Und von Viktor Orban ja ähnlich wie George Soros, nur mit anderer ökonomischem Hintergrund, nämlich mit weniger, massiv angefeindet und wie ein Staatsfeind gebrandmarkt wird. Aber um eine Randbemerkung nur zu machen, in jedem Parlament der Europäischen Union, wo jetzt diese Notgesetze sind, gab es natürlich eine Diskussion und ein Ringen um die demokratischen Mehrheiten, dass man diese Maßnahmen befristet, dass sich die Parlamente trotzdem treffen, dass alles auch gegebenenfalls, wenn mit Notverordnungen regiert wird, trotzdem in einem Parlamentsausschuss berichtet und gemonitort wird. Auch im österreichischen Parlament gab es Regierungsvorlagen, die ursprünglich nicht befristet gewesen wären und aber sehr weite Verordnungsbefugnisse für die Regierung vorgesehen hat. Das ist nur dann im demokratischen Diskurs gelungen, auch auf Befristung umzusetzen. Und das ist genau der Unterschied zwischen der Demokratie in vielen Ländern, wie wir sie gerne haben, und dem, was in Ungarn gerade passiert ist. Gut, die Frage der EVP beschäftigt quasi auch unsere Zuseherinnen. Sandra schreibt, Internet ist gut, jedoch ist es schon politische Verantwortung der EU und eben der EVP, oder? Fragezeichen. Und Klaus schreibt, erwartet sich nichts von der EVP. Die haben sich das jahrelang selbst aufgebaut. Was soll da jetzt kommen? Ja, vielleicht abschließend, weil Günther ja auch da sehr viel geschrieben hat. Ja, es gibt, das beobachten wir schon länger, in der europäischen Parteienlandschaft nicht nur die klassischen politischen Lager, sondern es gibt innerhalb der europäischen konservativen bürgerlichen Parteien eine Spaltung. Nämlich jener, die zu einem autokratischeren, strengeren Kurs, einem rechteren Kurs hintendieren, die offen sind für Koalitionen mit dem rechten Rand oder teilweise die Politiken selber übernehmen. Und es gibt den anderen Flügel, der sehr stark auch auf dieser christlich-liberal-demokratischen europäischen Tradition fußt. Und diese Spaltung hat jede Partei, denken wir an die Diskussionen jetzt, um gar nicht Sebastian Kurz dauernd hier zu zitieren, aber zum Beispiel auch in der CDU gibt es den Merkel-Flügel und es gibt die Spann und andere Flügel, die da durchaus auch für einen härteren Kurs gegeben und eintreten. Nicht? Und das sieht man, das ist natürlich eines dieser Dilemma. In Italien genauso, weil ich meine natürlich Berlusconi und die Koalition mit Salvini und diese Fragen zeigen ja auch, dass da hier die bürgerlichen Parteien extrem gespalten sind und leider kein verlässlicher proeuropäischer Partner mehr sind. Gut, danke Andreas. Eine Frage noch zur sozialen Frage in Ungarn, wohl eher an dich, Beate. Und zwar, welche Rolle spielt die soziale Frage? Das fragt sich eben der Harald. Kann Orbans Ausschaltung des Parlaments als autoritäre Antwort auf zunehmende Ungleichheiten im Land gesehen werden?
oder spielen sozialökonomische Differenzen in der öffentlichen Wahrnehmung keine Rolle, keine wesentliche Rolle derzeit? Also auf jeden Fall kann man sagen, es gibt gehörige sozialökonomische Differenzen, je nachdem, wo jemand beschäftigt ist, ob in einem der multinationalen Unternehmen, deutsche Autofirmen zum Beispiel, oder aber in einem kleinen mittelständischen Betrieb irgendwo im Landesinneren. Es gibt große sozioökonomische Unterschiede zwischen der Bevölkerung, die nahe Österreich lebt und die ja auch jetzt trotz Krise pendeln können, um ihrer Arbeit nachzugehen oder auch nur ihre Weinberge zu pflegen. So eine Ausnahmeregelung. Oder im Nordosten, wo dann eben auch ein größerer Anteil der Roma-Bevölkerung lebt, wo die sozioökonomische Frage relativ schlecht ist. In der Öffentlichkeit wird das diskutiert, aber nicht so kritisch, weil die Regierung mit diversen Programmen ja immer aufwarten kann. Also zuletzt kamen mehrere familienpolitische Programme raus, die für Familien günstige Kredite und alle möglichen Unterstützungsmaßnahmen anbieten. Sie zielen aber letztendlich eher auf mittelständische Familien und weniger auf die, die in Armut leben. Das ist sicherlich auch ein bestimmter Zuschnitt dieser Maßnahmen, um es nicht unbedingt an die Roma-Bevölkerung und andere weiterzugeben, sondern konkret in diese Mittelschicht. Also die Krise und ihre ökonomischen Folgen sind in allen EU-Ländern weltweit drastisch. Die Frage ist, wie das hier aufgefangen werden kann, weil im Moment nicht absehbar ist, dass so weitreichende Überbrückungskredite und Ähnliches angeboten werden können. Also etwas Geld wird fließen an Benachteiligte, an Leute, die jetzt arbeitslos werden, aber das kann nicht in vergleichbarem Umfang geleistet werden wie in anderen Ländern. Auch da ist die Erwartung sehr hoch an die Europäische Union, dass da noch Fonds dazugegeben werden. Also es wird schwierig werden. Ich meine, nicht zuletzt, das Gesundheitssystem ist in einem sehr schlechten Zustand, das muss man so sagen. Ist die Frage, jetzt wird zurzeit wahnsinnig viel Material, medizinische Ausrüstungsgüter importiert aus Ländern wie China, Türkei, Usbekistan, sonst wo. Auch immer mit dem Narrativ, die EU hilft uns ja nicht, also müssen wir uns anderweitig umsehen. Ob das aber reichen kann, um die Welle, wenn sie dann so richtig angerollt ist, hier einigermaßen zu überbrücken, das wird sich zeigen. Also eine Konsequenz der Orbán-Regierung seit 10 Jahren ist, dass Gesundheitssystem, auch Bildungssystem in einem recht schlechten Zustand sind. Es gibt kein Kurzarbeitergeld. Es gibt jetzt eine gewisse Stundung von Schulden, die Kleinunternehmer gemacht haben. Also so der Wirtschaftsplan wird noch verkündet werden nächste Woche oder so. Aber das wird hart. Okay, schon langsam werden wir zum Abschluss kommen, aber eine Frage, die mich noch auch persönlich interessiert, ist ja die Lage der Schwesterpartei, der SPÖ, also der ungarischen Sozialistinnen, Sozialisten und der gesamten Opposition. Noch im Herbst gab es ja, wir haben schon angesprochen, ein Erfolgserlebnis bei den Lokalwahlen. Also ja, die vereinte Opposition hat auch den Bürgermeistersessel in Budapest erringen können, also ein großer Erfolg. Und jetzt scheint so, als wäre man quasi machtlos. Gewisse Ernüchterung, kann das auch eine Chance sein? Wie siehst du das, Beate? Man muss immer an die Chancen glauben und man muss die Spielräume nutzen, die es gibt. Also da in den letzten Stunden und Tagen haben die Oppositionsparteien, natürlich die MSP auch, sich sehr kritisch geäußert und Vorschläge gemacht, was verabschiedet werden sollte, so wie eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes von 3 auf 9 Monaten und Kündigungsstopp bei multinationalen Unternehmen und so weiter. Also sie sind präsent, aber es muss noch irgendwie besser gebündelt werden, damit es besser gehört werden kann, auch im europäischen Ausland, in der EU zum Beispiel. Dann in der Sozialdemokratie gibt es ja in der S&D-Fraktion in Brüssel mittlerweile 2
Parteien, das wurde ja schon so ein bisschen angedeutet, die kennen sich schon lange. Der eine ist der ehemalige Ministerpräsident von Ungarn. So. Aber durch diese positive Erfahrung in den Kommunalwahlen gibt es immer wieder Bereitschaft, strategisch zusammenzuarbeiten. Das kann man sagen. Das geht dann auch mal wieder so ein bisschen unter, aber jetzt in diesem Krisenmodus hoffe ich und denke ich, dass wieder eine Kooperation möglich sein wird. Die eine Partei alleine kann es nicht schaffen. Es müssen alle, und zwar nicht nur die Progressiven, sondern letztlich auch Jobbik, alle, die es eben gibt außerhalb von Fidesz, müssten zusammenarbeiten und sich als Alternative präsentieren mit guten Konzepten, wenigstens sichtbar werden. Nach 10 Jahren praktisch immer nur verlorenen Wahlen auf allen Ebenen, sei es jetzt Europaparlament, Nationalparlament oder Kommunalwahlen, war das ein erster großer Hoffnungsschimmer, die Kommunalwahlen 2019, was die Opposition als solche erstmal wieder revitalisiert hat. Jetzt muss man sehen und hoffen, dass dieser Enthusiasmus und die Befürwortung der strategischen Zusammenarbeit, dass das gepflegt wird. Also ein Aufruf zur Zusammenarbeit. Andreas, du kennst ja die Schwesterparteien der SPÖ auch allesamt oder fast alle sehr gut. Ich nehme an, auch die ungarischen Sozialistinnen. Deine Meinung, allenfalls Ratschläge, wie siehst du das? Naja, gerade die ungarische Schwesterpartei kenne ich besonders lang und besonders intensiv. Und die haben natürlich jetzt eine ganz schwierige Zeit durchgemacht. Denn die ungarische MSP, also Matthias Socialist Part, also die Sozialistische Partei Ungarns, ist ja eigentlich eine sehr wichtige und stolze Partei. Sie hat, ihre Leute haben eine große Rolle auch gespielt bei dem Wechsel in Ungarn. Die viele Ministerpräsidenten, die Ungarn weitergebracht haben, die in die EU gebracht haben, sind ja von dieser Partei, ich sage nur von Laszlo Kovács bis Gyula Horn und wie sie alle heißen. Und dann mit dem natürlich mit der Situation um Gyurcsány ist es schwierig geworden. Und da merkt man auch bei einer Partei, dass sie dann einen Aderlass insofern hat oder eine Situation, gepaart mit dieser Allmacht der Fidesz- und Orban-Partei und der Mediensituation, dass sich keine Player, die tragfähige Personen für politische Veränderung sein können, herausbilden. Und das ist das große Problem, was die Opposition insgesamt gehabt hat, dass eigentlich keine, wenn man es jetzt volkstümlich sagen will, Stars da sind, die für die Leute, die Figuren der Opposition sind. Und das, glaube ich, jetzt mit den Wahlen in Budapest und mit anderen Bürgermeistern kommt das jetzt langsam wieder. Und da zeigen sich jetzt auch so vielschichtig mehrere Personen, die das sein können. Das heißt, ich unterstütze das, was Beate Martin gesagt hat. Die müssen jetzt alle zusammenarbeiten. Aber es muss natürlich auch unsere Schwesterpartei alles unternehmen. Die tun sich sehr schwer. Die haben aber, um das auch zu sagen, bevor das jetzt jemand noch in die Fragen stellt, die haben die volle Unterstützung auch der SPÖ. Also ich konferiere die letzten Tage ganz intensiv, was in Österreich an zum Beispiel Kurzarbeitsmaßnahmen gemacht worden sind. Einfach, man redet miteinander, wie man solche Dinge machen kann. Aber durch das jetzige Gesetz ist natürlich die Arbeit einer demokratischen Opposition genauso wie die Arbeit von unabhängigen Journalisten ein Stück weit für ein paar Monate zumindest einfach kalt ausgeschalten worden. Mhm. Danke. Eine weitere Frage noch, auch auf Facebook, geht in die Richtung, ja, warum ist die EU so zahnlos? Schlechtes Gewissen wegen dem Anti-Schüssel-EU-Boykott damals 2001. Ja, an sich haben wir schon darüber gesprochen, was kann die EU machen und so weiter. Vielleicht, Andreas, möchtest du noch ein Schlusswort machen in diese Richtung? Ja, wie soll die EU reagieren? Ja, mein Schlusswort, um jetzt nicht zu lang zu werden, ist, wir haben ja schon gesprochen über die verschiedenen Maßnahmen. Ich glaube, dass die EU, wir alle in Europa, jeder, dem Demokratie und Freiheit ein Anliegen ist und dem diese europäischen Rechte ein Anliegen sind, in Zeiten wie diesen wachsam sein müssen.
ist ja nicht nur ein Thema Ungarn. Denken wir über Überwachungssoftware und alle diese Dinge, denken wir, was in China, in Israel, an anderen Orten auch jetzt quasi rund um Corona passiert und diskutiert wird. Das heißt aber auch, dass man hier einfach nicht mehr wegschauen kann, was in Ungarn passiert und dass wir jetzt die Stopptaste drücken müssen, weil so ein Vorgehen ist nicht nur schlecht für Ungarn, es gefährdet die europäische Demokratie insgesamt. Und daher werden wir jetzt mit aller Macht, die uns zur Verfügung steht, auf dem Wege des Europäischen Parlaments, der Demokratie und des Rechtsstaats auch gegen diese Machenschaften in Ungarn vorgehen. Gut, danke schön. Also es gilt, die Stopptaste zu drücken. Danke vielmals, Beate, Martin und Andreas Schieder, für eure fachkundigen Informationen und Meinungen. Es haben uns sehr viele oder schauen uns noch immer sehr viele zu, sei es über Zoom, sei es über Facebook. Insgesamt über 100 Personen, das freut uns. Danke vielmals für Ihr Interesse, dass Sie uns zugesehen haben. Ich kann Ihnen versprechen, in Zeiten von Corona wird es wohl nicht die letzte Online-Veranstaltung des Renner-Instituts gewesen sein. Wir freuen uns schon auf die nächste und es würde uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Danken möchte ich auch meinen Kolleginnen, die geholfen haben, diese Veranstaltung sehr kurzfristig auf die Beine zu stellen, insbesondere meiner Kollegin Barbara Hoffmann und auch natürlich der Direktorin des Instituts, Maria Malschnitt. In diesem Sinne danke an alle Beteiligten. Danke noch einmal an Beate Martin und Andreas Schieder fürs Mitdiskutieren. Danke, Dankeschön und noch einen schönen Nachmittag. Danke. Tschüss.